Liebe Zuschauer, American Apparel ist pleite, Abercrombie laufen die Kunden weg, aber die kleinen schwedischen Firmen, die laufen noch ganz gut. Damit herzlich willkommen zu Zertifikate aktuell. Wie sind Lage und Aussichten auf dem Modemarkt? Das alles besprechen wir mit einem modeaffinen Heiko Geiger von Tobel. Schönen guten Tag, Herr Geiger. Hallo, Frau Herr. Wir haben gerade die Meldung bekommen, American Apparel meldet Insolvenz an. Auch Abercrombie und Gap geht es nicht wirklich gut. Hingegen H&M, Zara laufen ganz ordentlich. Ist das ein spezifisches Problem der US-Modebranche oder macht da H&M irgendwas richtig, was die anderen nicht können? Ich glaube, hier haben definitiv die Europäer die Nase vorne, was jetzt nicht akut bedingt ist, sondern ist ein Entwicklungsprozess, der sich über viele Jahre aufgebaut hat. Und da geht es letzten Endes darum, dass die Europäer eben auch ja die Innovation gebracht haben, eben nicht nur zweimal im Jahr Sommer-Winter-Kollektion zu bringen, sondern mittlerweile ja schon fast im Mehrwochenrhythmus neue Mode in die Schaufenster bringen, neue Trends setzen. Und diese Schnelligkeit, sowohl neue Trends zu setzen, als das Ganze natürlich auch auf die Straße, sprich in die Shops hineinzubringen. Da haben die Europäer offensichtlich gegenüber den Amerikanern deutlich die Nase vorne. Ja gut, aber diese Trends, das machen ja alle. Nichtsdestotrotz hat gerade H&M im dritten Quartal ordentlich mehr verkauft an Kleidung, auch an Schuhen, obwohl es so ein heißer Sommer war, obwohl die Dollarstärke den eigentlich nicht in die Hände spielt. Und inzwischen ist es sozusagen, wie hieß das, Intermarken-Rating, eine der stärksten Marken. Das sind nur Marken wie Apple, Google, Coca-Cola davor, H&M weltweit auf Platz 21, Zara auf 30, noch vor Gucci und Adidas. Wie ist das einzuschätzen? Wie ist das zu bewerten? Na gut, der Markenstärke kommt natürlich auch durch den Bekanntheitsgrad. Und H&M ist ja eher im Tiefpreissegment angesiedelt. Das heißt, hat natürlich eine viel größere Breitenwirkung als jetzt exklusive Namen wie beispielsweise Gucci oder MS, die Sie angesprochen haben. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, der heiße Sommer hat natürlich auch bei H&M eine kleine Absatzstelle beschert. Allerdings sind die ersten Septemberzahlen, die das Unternehmen berichtet hat, jetzt schon wieder besser. Das heißt, hier hat man auch durch die moderateren Temperaturen die neue Mode an den Mann gebracht. Man hat ein Wachstum, Absatzwachstum im dritten Quartal zu verzeichnen. Aber das Problem, was bei H&M momentan besteht, ist eben, dass man zwar einen Absatz- oder ein Umsatzwachstum von 19% verzeichnen konnte, was sicherlich stattlich ist, allerdings das Betriebsergebnis unverändert gegenüber dem zweiten Quartal. Das heißt, man hat mehr verkauft, aber der Ertrag ist im Grunde genommen gleich geblieben und das lastet natürlich auf der Marge des Unternehmens, auf der Profitabilität. Wenn man jetzt in die Innenstädte geht, in Deutschland, aber auch in Italien, Spanien, dann ist es gefühlt so, bei H&M ist weniger los als zum Beispiel bei Zara, einer Tochterfirma von Inditex. Nun wächst Zara auch, was die Zahlen belegen, deutlich stärker. Ist das ein Problem für H&M, dass Zara da so auf- bzw. überholt und auch weniger Währungsprobleme hat und offensichtlich im Moment die stärkere Marke ist? Ja, die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Sie haben es angedeutet, sowohl Umsatz als auch Ertragswachstum ist bei Zara deutlich stärker, weil Ertragswachstum bei H&M eher unverändert gegenüber dem zweiten Quartal. Und auch der Ausblick sieht jetzt nicht so rosig aus. Da wurde auch von Unternehmensführung gesagt, der starke US-Dollar lastet. H&M lässt viel in Asien produzieren. Zulieferverträge sind auf US-Dollar-Basis abgeschlossen. Und wer so ein bisschen die Währungsentwicklung Euro-Dollar im Hinterkopf hat, dem ist natürlich klar, dass hier entsprechend die Währung lastet auf den Zahlen von H&M, während Inditex, also die Mutter von Zara, vornehmlich in Europa produzieren lässt. Das heißt, dort ist der Einkauf eben nicht in US-Dollar, sondern in Euro. Und diese Währungskomponente macht natürlich viel aus. Zusätzlich natürlich der Absatz. Sie haben es angesprochen, das Umsatzwachstum bei Inditex noch stärker als bei H&M. Offensichtlich kommt die Mode von Zara im Moment besser bei den Kunden und Kundinnen an als H&M. Nun hat H&M das auch gemerkt, die reagieren auch mit so Kundenbindungsprogrammen. Na gut, das machen jetzt alle mit Beauty-Produkten, das machen irgendwie auch alle. Was sagen denn Analysten, wohin die Reise geht und wie man sich gerade aus Anlegersicht gegenüber H&M verhalten soll?
Na gut, die Analysten sind momentan eher auf Halten ausgerichtet. Was natürlich eben auch ein bisschen mit dem Ausblick seitens der Unternehmensführung zu tun hat. Der Ausblick fürs vierte Quartal, aber auch für 2016, da hat man gesagt, wenn der US-Dollar weiterhin diese Stärke hat, dann lastet es eben auch auf unserer Profitabilität. Und wenn man sich mal anschaut, die Marge liegt derzeit bei 55,9%. Das ist seit 2004 das absolute Tief. Auch wenn es noch wahnsinnig hoch ist. Auch wenn es noch wahnsinnig hoch ist, na klar. Aber wenn man sich mal die Analysten hier anschaut, dann sieht man 14 kaufen, 12 halten und doch 13, die auf Verkaufen setzen. Also man ist eher auf Halten der Aktie aus. Es ist kein bullisches, aber auch jetzt kein bärisches Sentiment, aber man ist so ein bisschen unausgewogen, wo es hier weitergehen soll. Okay, das 12-Monats-Kurs hier bei 336 Kronen. Schauen wir nochmal auf dem Chart nach, wie weit die davon noch weg sind. Im Moment ein ganzes Stück, ungefähr bei 310. Da ist noch Luft, die wiederum die Analysten der Aktie wohl nicht zuzutrauen scheinen. Was soll jetzt ein Anleger machen, wenn er sich doch für H&M entscheidet? Gut, wir haben natürlich momentan charttechnisch hier auch ein bisschen eine schwierige Position. Wir sehen hier natürlich sehr stark auch ein bisschen Quartalszahlen bedingt, aber eben auch generell marktbedingt diesen Abverkauf hier in der Aktie. Aber wir sehen natürlich auch auf der anderen Seite hier, wenn wir uns mal diese Linie da vor Augen halten, die hier eben noch schön einen Widerstand gebildet hat, mittlerweile hier durchaus auch eine Unterstützungslinie sein kann. Das heißt, hier, glaube ich, ist es momentan schwierig, sich eine Marktmeinung zu bilden. Man muss abwarten. Schafft es die Aktie hier, an dieser Unterstützung abzuprallen und sich wieder nach oben hin zu entwickeln, oder fällt eben diese Unterstützungsmarkt? Und dann kann natürlich auch in dem Gesamttenor, was wir eben ja besprochen haben, was das makroökonomische Umfeld angeht, natürlich durchaus noch ein bisschen Potenzial auch nach unten da sein. Von daher, denke ich, muss man ein bisschen abwarten, was hier an dieser Kursmarke passiert, aber dann natürlich entsprechend sich positionieren. Entweder, dass man sagt, man geht dann eben long rein und setzt auf diesen Rebound. Das könnte man machen mit einem Produkt. Das könnte man machen mit einem Faktorzertifikat beispielsweise. Wenn man ausreichend abgewartet hat, dann kann man sich für ein Faktorzertifikat, also für ein klares Trendprodukt aufwärts entscheiden. Genau. Faktor 3 bedeutet genau was? Faktor 3 bedeutet, der Anleger wird hier oder hebelt hier die Tagesperformance der H&M-Aktie mit einem Hebel von 3. Setzt eben hier auf einen starken Trend. Wir haben es gesehen eben im Chart, wir haben einen sehr starken Abwärtstrend gehabt. Das heißt, sollte sich die Erholung ähnlich stark und deutlich in der Form abspielen, dann könnte man mit Faktorzertifikaten sich hier positionieren. Wenn man eher auf eine langfristige Erholung aussieht, ist sicherlich ein Turbo-Optionsschein oder Mini-Future das bessere Instrument. Faktorzertifikate brauchen starke Trends, sowohl nach oben als auch nach unten. Das gleiche Ding gibt es auch nochmal Short. Also für alle die nicht an eine Aufwärtsbewegung bei H&M glauben, aber trotzdem abgewartet haben, bis der Trend eindeutig ausgebildet ist. Genau, das ist quasi das komplementäre Produkt auf der Short-Seite, wenn eben hier diese Unterstützungslinie unterschritten werden sollte und es zu einem weiteren Abverkauf in der H&M-Aktie kommen sollte, dann wäre natürlich so ein Short-Produkt hier durchaus eine interessante Möglichkeit, eben auf diesen Abwärtstrend zu spekulieren. Okay, Herr Geiger, vielen Dank. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, H&M vielleicht nicht so viel im Kleiderschrank, aber dafür vielleicht im Depot. Was wir alles besprochen haben, nochmal für Sie zusammengefasst auf daf.fm.